Okay. Was war das? Was zur Hölle? Oh, fuck. Fuck! Was zum... Wo bin ich hier? Oh, shit. Oh, komm schon. Oh! Nein, ernsthaft? Komm, verrecke einfach bitte. Ah, shit. Keine Muni mehr. Ja, ich weiß. Wir müssen das kombinieren und nicht benutzen. Oh, da kann ich gleich alle reinladen. Das wusste ich gar nicht. Oh, nein. Mädchen, was tust du? Bitte stirb doch. Bitte stirb. Ja. Okay. Da liegt ein Magazin. Diesmal ist die Spinne tot. Und seltsamerweise sind wir nicht vergiftet. Das hatte ich jetzt eigentlich gedacht, deswegen hat es mich so geärgert, dass ich von dem Vieh gebissen wurde. Aber diesmal ist es offenbar vorbei und wir wurden nicht vergiftet. Stühle für jene, die ein Buch lesen möchten. Ja, das ist jetzt wichtig. Und jetzt kommt die Sonne raus. Ich habe natürlich vergessen, hier die Fenster runter zu machen. Die Schotten dicht zu machen, sozusagen. Also ich mache nochmal eine ganz kurze Pause. Zwangsweise, weil ich jetzt nichts mehr sehe auf dem Bildschirm. Bis gleich. Okay, ihr Schlangenliebhaber. Wir haben das Vieh geschafft und jetzt habe ich auch wieder ein bisschen klare Sicht. Alte Bücher, die vom Regal gefallen sind. Wahrscheinlich, als die Schlange hier ein bisschen rumgeraged hat. So, hier hinten hat es doch gerade geblinkt, oder? Ja. Was haben wir denn da? Ein Buch. Letztes Buch, Band 2. Okay. Eagle of South, Wolf of North. Na dann. Schauen wir es uns mal an. Prüfen. Was bedeuten wohl die Wörter auf dem Einband? Das könnte der Titel sein. Es war eine Medaille im Buch versteckt. Eine Wolfsmedaille. Okay, Wolf of North hieß es, ne? Eagle of South, Wolf of North. Merken. Gefunden im letzten Buch, Band 2. Gibt es dafür eine besondere Verwendung? Wahrscheinlich. Ich nehme mal an, wir müssen uns auch die Himmelsrichtungen merken. Ich nehme mal an, im Band 1 wird dann wohl eine Adlermedaille sein. So ein ganz gewagter Einwand, oder so ein Fall. So, hier drüben ist nichts. Hier haben wir noch eine Tür. Der Türgriff ist kaputt, er wird sich wohl nicht öffnen lassen. Kurz auf die Karte schauen. Okay, die Seite, das Ding ist ja von zwei Seiten zu. Wartet mal, jetzt will ich mal ganz kurz was schauen. Ist das der Aufzug? Ja, das ist der Aufzug. Okay, dort kommen wir nur hin, in diesen Raum offenbar, wenn wir den Aufzug benutzen. Ich ahne, wo wir den Weg zum Aufzug finden. So, hier dürfte sonst wahrscheinlich nichts mehr sein. Ich nehme mal an, das war's hier soweit erstmal. So, dann können wir uns wieder nach oben wagen. Das kleine Vieh kann ein bisschen abruhen. Ach, ist das schön, ich habe die Schlange endlich weg. Also ich muss sagen, das ist ja das Paradoxe, ich mag Schlangen ja eigentlich. Ich bin eigentlich ein ziemlicher Schlangenliebhaber. Aber dieses Riesenvieh, ich weiß auch nicht warum, aber aus irgendeinem Grund habe ich schon Respekt davor. Die ist nicht ohne. Auch wenn sie eigentlich jetzt gar nicht so schlimm im Kampf ist, ne? Wenn man sich's überlegt. Na gut, heilen wir uns mal mit einem der beiden grünen Kräuter und... Ansonsten ist hier nichts weiter. Oh, philosophische Werke, wie schön. Sie handeln alle von der ewigen Frage nach Leben und Tod. Na gut, wenn ihr meint. Okay, haben wir das abgeschossen? Heldenschlüssel ist weg. Das heißt, es bleibt eigentlich nur noch ein Weg, den wir gehen können. Und der ist wahrscheinlich auch der, der zum Aufzug führt. Nämlich das Loch im Boden, das wir drüben im Ostflügel hatten. Und da ich sowieso mal wieder an eine Truhe muss, ist das eigentlich gar nicht so schlecht. Dann können wir jetzt nämlich gleich dort... zum Abstellraum im Ostflügel gehen. Ja, und dann werden wir da mal kurz ein bisschen unser Inventar umgestalten, denke ich mal. Und dann werden wir da mal uns reinwerfen in das Loch. Denn das sollte uns eigentlich, würde ich denken, in den Keller führen. Und vom Keller aus kommen wir zum Aufzug. Beziehungsweise, vielleicht können wir den... im Keller irgendwie anstellen. Der ist ja im Keller, der Aufzug.
Aber vielleicht können wir da irgendwie, der war ja aus Betrieb, vielleicht können wir ihm da irgendwie ein bisschen Saft geben oder irgendwas. Warum ist die Musik hier so komisch? Jemand da? Nein. Gut. Okay, und dann haben wir eigentlich nur noch einen Schlüssel, den wir brauchen, um das Anwesen komplett aufzumachen. Und das ist der Spencer-Schlüssel. Es gibt ja diese Türen, wo das Wappen der Spencers eingraviert ist in den Knauf. Da haben wir ja zwei Stück gefunden, mehr nicht. Und ich nehme mal an, dass der dann am Ende uns irgendwie weiterführen wird. Das ist ja auch was, das sie sich erst ausgedacht haben dann in der GameCube-Version, beziehungsweise dann hier jetzt in der neueren. Das gab es ja im Original auch nicht. So, ich habe gerade überlegt, ob ich mal kurz im Ostflügel hier im Erdgeschoss in diesem Gang nachsehen will, wo die Hunde sind. Und zwar, um mal die Pistolenmunition zu holen. Falls die Hunde nicht mehr da sind, aber ich denke mir jetzt so, eigentlich scheiß auf Pistole. Okay, der ist noch nicht mutiert. Den sollte ich vielleicht mal anzünden. Das wäre vielleicht nicht schlecht, hier ein kleines Freudenfeuer mit dem zu veranstalten. Weil der liegt auch ein bisschen ungünstig. Wenn ich habe mich dann doch dagegen entschieden, jetzt die Muni für die Pistole zu holen, selbst wenn die Hunde weg sind, beziehungsweise das Risiko einzugehen, dort mal nachzuschauen, weil die Beretta sowieso nicht mehr allzu nützlich ist. Wahrscheinlich können wir sie noch für das eine oder andere gebrauchen, wenn wir mal wieder ein bisschen Kleinvieh haben, aber so wichtig ist sie jetzt nicht mehr und ein bisschen Muni haben wir ja auch noch dafür, wie wir sehen. So, das Schmuckkästchen kommt auf jeden Fall mal weg. Jills Schmuckkästchen. So, die Wolfsmedaille kann auch weg. Das will ich eigentlich gar nicht wegpacken. Nee. Was wollte ich? Ich wollte die Säuregeschosse. Aber wir haben noch 13 Schuss drin, ne? Nee, ich nehme die mal nicht mit, aber ich nehme das Kampfgewehr nochmal mit. Falls wir nochmal einem Speed-Zombie begegnen, puste ich ihm einfach die Rübe weg. Und an der Stelle speichere ich, glaube ich, auch mal. Ist, glaube ich, nicht schlecht. Hier. So, jetzt haben wir einen Haufen an Gegenständen, die uns wahrscheinlich weiterbringen werden. Wir wissen bloß noch nicht, wo wir sie einsetzen können. Aber ich denke, das Problem wird sich mit der Zeit erübrigen. Das wird wohl nicht dauerhaft so bleiben. So. Je mehr ich spiele, desto mehr wundere ich mich übrigens darüber, dass es wirklich Leute gibt, die das Spiel unter 2 Stunden Spielzeit schaffen. Also es gibt ja auch irgendwas Besonderes. Ich glaube, mit Jill bekommt man einen Raketenwerfer und mit Chris einen Flammenwerfer, wenn man das Spiel unter 3 Stunden Spielzeit abschließt. Wo gehe ich eigentlich gerade hin? Wo will ich hin? Ach, hier will ich links, okay. Aber da muss man, glaube ich, schon extremst gut Bescheid wissen, wo man wann hingehen muss, um dann wirklich von einem Ziel zum nächsten zu rennen. Ansonsten schafft man das, glaube ich, nicht. Da gibt es, glaube ich, auch ein Achievement für, dass man das unter 3 Stunden schafft. Ich glaube auch eins dafür, dass man es unter 6 schafft. Ich werde beides nicht schaffen. Aber gut, ich muss ja auch noch rumschauen, was ich wie machen muss. Ich bin ja quasi noch sowas Ähnliches wie ein Neuling in dem Spiel. So, wir springen mal in das Loch. Komm schon. Und was haben wir denn hier Schönes? Ein Buch! Eagle of South, Wolf of North. Na sowas. Band 1. Das habe ich doch irgendwie erwartet, dass wir das hier finden. So. Fragst du dich echt immer noch, was die Wörter auf dem Einband bedeuten, nachdem du das erste schon gefunden hast? So, da haben wir die Adlermedaille. Sehr schön. Jetzt haben wir natürlich bloß noch einen Slot frei, ne? Na, mal schauen. Was haben wir denn hier? 29. November 67. Ich kann nicht entkommen. Ich habe alle Fluchtwege erschöpft. Ich sitze in der Falle. Ich war überall. Das Labor mit den großen Glasgefäßen voller Formaldehyd und die finsteren, feuchten und unheimlichen Höhlen. Was kann ich tun? Zuerst wollte ich meinen Augen nicht trauen, aber der vertraute, hochhackige Schuh im Korridor, es war wie ein Reflex. Sofort kam mir ein Name in den Sinn. Jessica. Ich will nicht glauben, dass sie mein Schicksal teilen. Nein, ich darf die Hoffnung nicht aufgeben. Ich muss hoffen, dass sie leben. 30. November 67. Ich habe seit Tagen nichts mehr gegessen oder getrunken. Ich glaube, ich verliere den Verstand. Warum widerfährt mir das? Warum muss ich diesen elenden Tod sterben? Ich
war wie besessen davon, dieses schreckliche Haus zu entwerfen. Ich hätte es besser wissen sollen. 31. November 1967. Es war ein finsterer und feuchter unterirdischer Tunnel. Wieder eine Sackgasse. Aber selbst in der Dunkelheit sah ich etwas. Vorsichtig zündete ich mein letztes Streichholz an. Ich musste es genauer sehen. Ein Grab. Und tief in den Stein gemeißelt, mein Name. George Trevor. In dem Moment wurde mir alles klar. Diese Schweine wussten von Anfang an, dass ich hier sterben würde. Und ich bin ihnen in die Falle gegangen. Aber nun ist es zu spät. Ich werde verrückt. Alles ist so weit weg. Jessica, Lisa, verzeiht mir. Durch meinen Ehrgeiz wurdet ihr in diese verdammte Verschwörung verstrickt. Verzeiht mir. Möge Gott mein Leben für eure Sicherheit nehmen. George Trevor. Ein Name ist in den kleinen Grabstein eingraviert. George Trevor. Da ist ein Schalter. Drücken. Machen wir das mal. Okay, hier geht's nach unten. Ja, in die andere Richtung geht's ja momentan nicht weiter. Hier haben wir ja keine Chance, irgendwie wieder rauszukommen. Von daher bleibt uns eigentlich nicht viel übrig. Wir müssen eigentlich in das Loch gehen. Die Leiter runtergehen. Machen wir das mal. Ich glaube, im Original ist es ein bisschen anders. Da entsteht dieses Loch. Also, da gibt es diese ganze Geschichte mit George und Lisa nicht. Ich mache mal kurz Pause, falls hier irgendein Vieh kommt. Da gibt es die ganze Geschichte mit George und Lisa nicht. Und, da ist es so, dass, glaube ich, die Schlange das Loch schlägt bei ihrem Todeskampf, als sie stirbt in dem Boden. Und dann gehen wir durch das Loch hinunter und Barry ist aber mit dabei. Beziehungsweise, ich glaube, man geht in das Loch rein und Barry taucht dann oben auf und sagt, warte, ich hole ein Seil für dich. Ich glaube, so ist das im Original. Ich bin mir aber nicht sicher. Und ich glaube, da ist es dann auch so, dass man entweder darauf warten kann, bis Barry wieder da ist. Oder die Sache erkundet. So. Kurzer Prozess. Übrigens habe ich irgendwo gelesen, dass diese Selbstverteidigungswaffe, die ich gegen die eine Spinne eingesetzt habe im Salon, sehr durchschlagskräftig sein soll. Ich muss sagen, so durchschlagskräftig fand ich die jetzt nicht. Die hat nicht mal gereicht, um die Spinne zu töten. Und die Spinne stirbt mit ein paar Pistolenschüssen. Ich könnte wetten, das Vieh ist direkt um die Ecke. Ich trau mich nicht. Ach komm. Lass was drauf ankommen. Die scheint ja keine allzu tolle Reaktionszeit zu haben. Gut. Bisschen lange Leitung, hä, meine Süße. Okay. Dann untersuchen wir mal kurz hier, was hier am Rande liegt. Nichts von Interesse, wie es scheint. Das Buch ist auch uninteressant. Mensch, so viel Kram hier und nichts davon ist von Interesse. Noch eine? Scheinbar nicht. So, jetzt muss ich mal ganz kurz auf die Karte schauen. Hier hinten ist die Sackgasse, dann schauen wir uns die zuerst an. Okay. Im Karton liegt der Rückenpanzer einer Spinne. Was? Okay. Na gut, wenn ihr meint. Oh, Gewehrmunition, das ist schön. Oh, die kann ich komplett reinladen. Das ist gut. Also ist gut, dass ich die gleich komplett reinpacken kann, denn sonst hätte ich jetzt Platzprobleme gekriegt, falls wir noch was anderes finden. Und hier hängt die Karte, sehe ich gerade. Nehmen wir die doch mit einfach mal. Auch wenn sie uns nichts Neues verrät. Gut, es ist also nur ein Gang hier. Alles klar. Sie haben die Karte von der Villa im ersten Untergeschoss. Gut, ich bleib trotzdem erstmal bei der Pistole, glaube ich. Zur Not kann ich ja schnell wechseln. Das geht ja zum Glück relativ schnell hier im Spiel. Aber wenn hier noch weitere Spinnen sind. Oh, hi! Ja, den können wir auch mit der Pistole platt machen. Sehr schön. Das war ein Ausgang. Oh, wie ich ihn mir vorgestellt habe. Ist der tot? Ernsthaft? Der hat ja nicht viel weggesteckt. Na gut, von mir aus. Ich hab nichts dagegen. So, nee, die Pflanze lasse ich erstmal. Okay. Karte. Ah ja, hier ist die Tür, die von der anderen Seite zu war. Das haben wir ja schon
in der Küche gesehen. Auf dem Regal gibt es eine Reihe kleiner Objekte. Bei näherem Hinsehen entdecken sie das Siegel von Raccoon City auf einem zerbrochenen Teller. Aha. So, die müssen wir ja einfach aufschließen können, oder? Ja. Dann nehmen wir noch die Muni hier mit. So, das war genau das Magazin, das wir gerade verbraucht haben. Ja, ja, das hatten wir schon. Ansonsten ist hier auch nichts weiter. Wir gehen erstmal ganz kurz hier drüben noch hin. Ach, das ist ein Dolch, was hier blinkt. Okay. Den nehmen wir natürlich auch noch gern mit. So, jetzt müssen wir noch mal kurz schauen. Ja, okay. Kommt hier noch was? Oh, Strom und Wasser? Keine gute Kombi. Das sieht nach der Stromversorgung für den Aufzug aus. Die Hauptsicherung ist durchgebrannt. Auswechseln? Während ich drin stehe? Das ist mir irgendwie zu unsicher. Ich weiß nicht, ob wir jetzt gegrillt werden. Das ist halt das Problem. Aber ich habe ja gespeichert, bevor ich in das Loch bin. Von daher, was soll's. Zur Not spiele ich bis hierhin nochmal kurz. Ja, bitte. Die Stromversorgung scheint wieder zu funktionieren und wir werden nicht gegrillt. Okay. Gut, es war also nur die Sicherung, die da so rumgespratzelt hat. Das heißt, jetzt können wir den Aufzug benutzen. Das ist gut. Das freut mich. So, hier drüben müsste auch noch ein Zombie sein, würde ich denken, ne? Da war doch noch einer, den wir zurückgelassen haben. Da müssen wir bloß mal schauen, dass wir dem jetzt nicht gerade in die Arme rennen. Wo ist er denn? Vielleicht mache ich ihn jetzt mal... Ja, komm, ich erledige den jetzt mal. Jill, würdest du bitte zielen? Hallo? Was geht denn mit dir los, Lady? Komm, dann lasse ich ihn halt. 4 Schuss für nichts verschwendet. Oh, halt. Nein, ich will sie auch nicht verwenden. So. Weil sie es irgendwie nicht gebacken kriegt, auf ihn zu zielen. Jetzt aber. Das war ein kurzes Intermezzo. Steht er wieder auf? Ja. Macht er. Aber ich glaube, diesmal war es das. Gut, dann haben wir zumindest jetzt hier mal Ruhe, weil ich ja jetzt nochmal zurückgehen muss, um den Fahrstuhl zu benutzen. Deswegen wollte ich den mal aus dem Weg haben, damit wir hier zumindest gefahrlos langlaufen können. Der ist mir auch so ein bisschen suspekt hier. Aber den können wir auch nicht mal anklicken, dass er irgendwie, dass Jill irgendwas dazu sagt. So. Ich wechsle mal kurz auf die Pumpgun. Keiner drin? Sehr gut. Und wir fahren hoch in den zweiten Stock. Schauen wir mal, wo wir hinkommen. Denn das ist ja der einzige Raum, der von allen Seiten verschlossen ist. Der ist nur über den Aufzug zu erreichen. Wir hören auf jeden Fall schon mal wieder... Du kleiner Sack! Oh, das ist gemein! Ist er tot? Verdient hätte er's. Ja, ist er. Okay, mal kurz schauen. Grüne Kräuter, in Ordnung. Ach, da drüben ist der. Sind das zwei? Das sind zwei. Nee, das ist einer. Das ist bloß ein Schatten dahinter. Der hat einen Schatten mitlaufen. Okay. Der ist zumindest jetzt schon mal umgefallen. Lauf doch weg, Mensch! Ach, Mädel! Ja, da ist jetzt natürlich die Standardsteuerung ein bisschen problematisch an der Stelle. Mit der neueren Steuerung wäre mir das nicht passiert. Aber ich musste mich ja jetzt erst rumdrehen. Das ist das Problem. Deswegen, da ist man ein ganzes Stück immobiler sozusagen. So. Ich glaube, da kann ich eigentlich direkt die zwei Kräuterchen, die ich hier habe, wieder zusammenmixen. Und habe ein neues gemischtes Kraut. So. Nichts gewonnen, nichts verloren. Ist okay. Macht nichts. So, die rote nehme ich aber noch nicht mit, noch nicht. Ich lasse die erstmal liegen. Erstmal machen wir die Türen auf. Okay, die können wir gar nicht aufmachen, das ist die, die zur Schlange führt. Eine asiatisch anmutende Bildrolle hängt an der Wand. Das Bild selbst ist jedoch im abendländischen Stil. Okay. Verrückt. So, mal kurz da drüben kontrollieren. Gibt es denn hier noch irgendwas? Nein. Ah, da ist noch ein kleiner Raum, okay.
Die zwei haben es also hinter sich. So. Erstmal machen wir hier die Tür auf. So, die ist offen. Da kommen wir in dem Gang mit dem ganz schnellen Zombie raus und wir schauen jetzt aber erstmal hier drin. Ich nehme mal an, dass wir hier dann die Medaillen einsetzen müssen, oder? Wäre zu vermuten. Muni. Und eine Batterie für den Aufzug. Na sowas. Das finde ich positiv. Okay, jetzt muss ich aber nur mal schauen. Wie mache ich das denn? Wie mache ich das? Das Regal ist voller eingestaubter Requisiten und Hirschgeweihe. So, gib mal die Batterie her. Die müssen wir ja im Garten einsetzen. Okay, dann mache ich das folgendermaßen. Ich werde an dieser Stelle die Aufnahme beenden und werde mal alles in den Ostabstellraum bringen. Beziehungsweise ich werde alles halt in eine Kiste schmeißen und werde dann zum Ostabstellraum aufbrechen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal entweder im Ostabstellraum oder, wenn ich dran denke, direkt im Garten wieder. Also, gehabt euch wohl, bis dahin, wir sehen uns, bis zum nächsten Mal.